Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar, um ein bisschen genauer zu sein, auf dem PTR zum Patch 8.1. Und da haben wir hier eine kleine freudige Änderung. Wir haben nämlich mittlerweile einen Dublonenhändler, beziehungsweise in dem Fall eine Dublonenhändlerin. Und diese befindet sich hier einmal in Borallos, relativ nah an dem Missionstisch für die Inselexpedition. Bei der Horde ist es übrigens genauso. Da ist der Händler auch in der Nähe von dem Missionstisch und verkauft meines Wissens nach die gleichen Items. Wir gucken jetzt mal rein, was es hier gibt und was das eigentlich für ein Dublonenhändler ist. Und zwar können wir hier die Seefahrer-Dublonen eintauschen. Und ja, das sind diese Münzen, die wir auf den Inseln bekommen. Und ja, das sind genau die Münzen, für die ihr euch diese Items kaufen konntet auf den oder immer noch könnt auf den Inseln, wo ihr mehr Damage macht oder irgendeinen positiven Effekt gibt. Und der clevere Taylor hat sich seine Münzen aufgespart. Deswegen habe ich mit dem Main hier 700 Münzen. Und ja, kann mir dann wahrscheinlich, wenn das live kommt, direkt ein paar Items kaufen. Und zwar, was gibt es hier für Items? Wir haben hier insgesamt zwei Seiten. Es ist auch ein Mount übrigens dabei, aber das werden wir uns jetzt alles nacheinander anschauen. Und zwar, wie, also erstmal vielleicht für die Leute, die nicht wissen, was der PTR ist. PTR steht für Public Test Stream und das ist nicht der Live-Server, sondern das ist immer der Server, wo Sachen getestet werden und man im Vorhinein, ja, einfach gewisses Zeug angucken kann und da kann jeder drauf, man muss sich nur den PTR einmal mit runterladen. So, jetzt gucken wir an, was es hier gibt. Und zwar haben wir hier solche Münzen, Gewürze und anderes Gedöns. Das sind einfach Ruftokens, der ein oder andere hat die vielleicht schon mal gesehen. Die gibt es auch aus dem Dublonenbeutel manchmal raus und die könnt ihr abgeben bei den jeweiligen Fraktionen in BFA und ihr kriegt einfach Ruf für diese Fraktion. Und zwar sind es 250 Ruf, können natürlich auch gesteigert werden mit ja, mit gewissen Rufbuffs wie den Dunkelmond Jahrmarkt-Buff. Interessant könnte es dann werden, wenn ihr nämlich hier reinguckt, ab 8.1 gibt es auch wieder Emissary Bags, also hier wieder 10.000 mehr Ruf bei den Fraktionen zu erwirtschaften. Und dementsprechend kann das vielleicht interessant sein, um dann einen gezielten Ruf hier hochzubasteln. Aber ja, die sind übrigens nicht accountgebunden, also sondern die sind hier seengebunden. Heißt, ihr könnt es nur mit dem Charakter einlösen, mit dem ihr quasi auch die Dublonen erwirtschaftet habt. Und 100 Dublonen sind aber einiges. Also ich weiß nicht, mir kommt es nicht so vor, ob sich das rentieren würde. Gut, das zweite, was wir haben, sind Transmog-Gegenstände. Und zwar können wir uns hier so einen lustigen Dreispitzhut holen. Ist eine ganz nette Sache, es sind auch kosmetische Items, also so wie ich das sehe, für jede Rüstungsklasse könnt ihr euch das einmal rauftransmorgen. Gibt es in drei Farben, rot, hellbraun würde ich jetzt mal sagen und was ist das? Irgendein Grauton, jetzt wird es irgendeine Frau geben, die sagt, das ist Beische oder so. Ich keine Ahnung, was das für ein Ton ist und nein, es ist wahrscheinlich nicht Beische, ich hab keine Ahnung, ja, man kennt nur drei Farben. Gut, egal. So, dann haben wir zwei Haustiere, die wir uns hier kaufen können, eins für 100 und eins für 200. Und zwar gucken wir da jetzt mal rein. Ich habe die hier schon rausgesucht. Es ist einmal hier dieser Vogel und ein Oktopus, der ganz cool eigentlich aussieht. Aber ich glaube, ein Oktopus gibt es schon auf der Insel. Die Items, die man hier kaufen kann, sind nicht die Inseldrops, will ich gleich mal dazu sagen. Was ja viele gehofft haben, dass man sich die Inseldrops über einen Händler kaufen kann, das sind sie nicht. Und dann haben wir noch insgesamt drei Toys. Hier eins für 150. Dann haben wir eins für 300. Und dann haben wir noch ein Toy für 200 und ihr seht, meine 700 und ein paar zerquetschte Münzen, die ich über habe, die gehen gerade so aus, dass ich mir alle drei Toys kaufen kann. Ich hatte mir im Vorfeld schon das Mount gekauft, auf dem PTR kann man immer wieder Chars rüber kopieren und quasi Sachen kaufen. Das ist das Praktische, theoretisch kann ich hier unendlich Münzen generieren, übers Kopieren und habe mir hier das Mount schon gekauft. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt das Mount noch an und die drei Toys und dann sind wir eigentlich auch schon durch mit dem Ganzen. Jetzt hätte ich mir bloß merken sollen, wie das Mount heißt und zwar ist es ein Seepferdchen, das heißt Salzwasser-Seepferdchen, dass ich es nur rausbringe. Und dazu sollten wir aber ins Wasser gehen, sonst können wir nicht auf Mountain. Wo haben wir es denn? Salzwasser-Seepferdchen, das ist das schicke Ding. Und ihr seht schon von, also es gibt mittlerweile, ich glaube, zwei andere Seepferdchen. Einmal das, was ihr in Vashir an sich habt, ja. Und dann habt ihr noch das Poseidon-Seepferdchen und das ist dasselbe Model, aber einen anderen, ja, andere Recall. Eigentlich hat man doch aus Seepferdchen auch unendliche Wasseratmung, dachte ich zumindest. Oder war das nur in Vashir so? Ich bin mir unsicher. Egal. Auf jeden Fall hat es eine erhöhte Unterwasserreitgeschwindigkeit. Wenn ihr so einen Mount noch nicht habt, könnt ihr euch halt hier dementsprechend sofort eins kaufen für die 500 Dublonen. Ja,
So, jetzt würde ich sagen, wir gucken uns die Toys noch schnell an und dann noch über ein paar Spekulationsgeschichten können wir am Schluss noch quatschen. Und ja, jetzt schauen wir uns erstmal an. Handanker, was macht der Schönes? Just, okay, man kann den Anker als eine Waffe benutzen. Jetzt schauen wir mal. Moment, irgendwie waren das Y. Ach so, meine Waffen habe ich immer draußen, weil ich so komische Faustwaffen habe. Jetzt schauen wir mal, was wir mit dem Anker Schönes machen können. Wir müssen einmal in die Toybox gehen und dann gehen wir auf. Okay, also den Anker kann ich euch nicht zeigen. Ich habe ihn eben gelernt und es hat nicht funktioniert. Also man kann hier den Anker als eine Waffe benutzen quasi, aber das scheint nicht zu funktionieren. Dann haben wir hier Cranky Crab for Battle Pet to Ride On. Ah, okay, also hier kann man quasi. Warte mal, das kann ich gar nicht lernen. Schauen wir mal, ob die Krabbe. Also anscheinend sind die noch nicht im Spiel. Krabbenmesser, nee, das ist es nicht. Hier wäre es das Ding, also der englische Text heißt quasi übersetzt, dass man das Pet, also dass man diese Krabbe benutzen kann, um quasi ein Pet, also ein Pet kann drauf reiten. Ich nehme jetzt mal an, dass das ein Battle Pet gemeint ist. Ein Haustier-Pet. Ja, Battle Pet steht auch dran, ja gut. Und wahrscheinlich kann ich das letzte Item auch nicht einsetzen, und zwar. Hier, allow you to surf across water, heißt, dass man über Wasser surfen kann, quasi. Das klingt sehr, sehr cool. Klingt auch mal nach einem Toy, das praktisch sein könnte. Ich vermute, dass das hier auch noch nicht funktioniert. Okay, ich kann es nicht. Ah, doch, jetzt konnte ich es lernen mit einem bisschen Delay. Muss immer rechnen, es ist halt, wie gesagt, der Testserver und hier werden Sachen getestet. Da kann man nicht davon ausgehen, dass alles funktioniert. Nein, und auch das, ich habe immer noch ein Toy nur. Ja, nein, das hat nicht funktioniert. Schade, also die Toys kann ich euch leider nicht zeigen. Werde ich dann machen, sobald es live ist, da werden sie dann hoffentlich funktionieren. Und ja, jetzt noch ein bisschen Spekulationsgeschichten. Ich hoffe ja, dass Blizzard hier übergehen wird und nach einer Weile auch alle Sachen reinstellt, die auf den Inseln droppen. Gerne sollen die dann auch viel kosten an Dublonen, aber dass man zumindest die Chance hat, das Zeug zu kaufen und nicht dieses RNG quasi hat, was man jetzt in den Inseln hat. Ja, der eine oder andere wird, der jetzt auch die Achievements gefarmt hat, wird wissen, Mounts speziell zu farmen ist sehr, sehr ätzend und auch. Bestimmte Quests bzw. Pet-Items sind sehr nervig zu farmen, weil sie halt immer an bestimmte Rares hängen, so wie man jetzt denkt, dass es funktioniert, wo ich der Meinung mich auch anschließen kann. Und dementsprechend macht man 20 Dinger und es sind die Rares nicht da, die man braucht, dass man Drop generieren könnte. Ja, dann heißt ja nicht mal, wenn der Rare da ist, dass man das dann auch kriegt. Und das ist ein bisschen leidig, weil es halt ein bisschen arg viel RNG ist. Ich hoffe, dass sie irgendwann hier mal alle Sachen einfügen. Da könnte man sich die letzten, die einem noch fehlen, quasi dann über Dublonen kaufen. Gerne auch für sehr viele Dublonen, dass man halt nicht einfach sich alles so kaufen kann. Aber so für die letzten Teile wäre es eine schöne Sache. Da wäre ich auf jeden Fall ein Fan von. Hier, wie gesagt, sind jetzt nur Items drin, die quasi ganz neu sind für die Dublonen. Und ja, alle, die sich jetzt Dublonen aufgehoben haben, so wie meiner einer, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und lasst mich auch wissen, ob ihr euch jetzt ärgert, dass ihr eure Sachen rausgeballert habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Vor allem, wie viel Dublonen habt ihr mittlerweile? Ich habe ja mit, gut, ich habe mit dem jetzt 700 gehabt, fast 800, was jetzt nicht viel ist, ja. Gibt sicher Leute, die wesentlich mehr haben. Ich habe meine meisten Inseln mit irgendwelchen Gammeltwings gemacht und halt auf vielen Twings jetzt die Dublonen, weil ich halt damit auch gelevelt habe. Gut, das war's mit dem Video. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.